liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Gerne lade ich Sie zum Gebet des Engel des Herrn ein. Beginnen wir es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, sie, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen, wir gedenken unseres Herrn Pfarrer Hans Buschor, der verstorbenen Angehörigen und Bekannten, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Wir sind noch im Monat Oktober. Dieser Monat ist der Gottesmutter Maria vom Rosenkranz geweiht. Wir haben auch das Anliegen der Weltmission, das wir in das Rosenkranzgebet hineinlegen dürfen. Wir haben das große Anliegen um Frieden für die Welt und in der Welt, aber auch in unseren Herzen, in unseren Familien. Wie kann es einen echten Frieden geben ohne Gott, ohne Glauben, ohne echte
Hinwendung, dass alles, was wir tun, in der Gegenwart Gottes geschieht. Denn der Friede ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Der Friede ist in Gott beständig und echt zu finden. Von daher kommt eben auch der Gottes Maria eine große Bedeutung zu. Sie hat alles, was sie erlebte, in ihrem Herzen bewahrt und erwogen. Und diese Aufgabe, vor diese stehen auch wir, sehen wir auch wir uns gestellt. Und in dieser Aufgabe können wir uns die Bedeutung, die Maria für Jesus, aber auch für die ganze Menschheit in sich hat, sehr gut nachvollziehen. Hören wir auf den nächsten Beitrag. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Viele Protestanten verstehen leider nicht, wie wichtig uns Katholiken die Heilige Mutter Gottes ist. Sie ist die wichtigste Fürsprecherin, die überhaupt existiert. Sie ist die Mutter der gesamten Menschheit. Jesus Christus hat sie uns als Mutter gegeben und sie möchte nur unser Bestes. Und sie führt uns zu Jesus Christus. Sie führt uns zum dreieinigen Gott. Danke, Heilige Mutter Gottes. Und wenn wir unsere drei gegrüßet seist du Maria sprechen, dann sind wir beim dreieinigen Gott angekommen. Auch viele Katholiken kennen oftmals die Bedeutung, die die Gottesmutter Maria für uns als glaubende Menschen hat, als die Mutter des Lieblingsjüngers. Jesus vertraut Maria, dem Lieblingsjünger, als seine Mutter an. Und jeder Mensch, der sich in die Nachfolge Jesu stellen will, sieht sich in die Aufgabe hineingenommen, auch für sich als Jünger Gottes Maria als Himmelsmutter anzunehmen. Das ist nicht etwa eine Abwertung der eigenen Mutter, die uns Gott geschenkt hat, sondern es ist eine Vollendung, eine Vervollkommnung dessen, wie wir einander begegnen, trotz aller Unvollkommenheiten und Schwächen, dass wir die Größe und Würde jeder menschlichen Person sehr wohl beachten, denn jeder Mensch ist fähig, in die Gegenwart des dreifaltigen Gottes zu treten und in der Gegenwart des lebendigen Gottes auch zu leben. So sind es also auch viele Protestanten, die ich kennen darf, die der Gottesmutter, ganz auch der Heiligen Schrift entsprechend, eine große Bedeutung zukommen lassen. Und es gäbe auch sehr viele Erfahrungen zu berichten, die in dieser Zeit meines Lebens sich zugetragen haben, die von der Bedeutung der Gottesmutter für uns Menschen, für alle Menschen, Zeugnis geben könnten. So finden wir immer wieder auch Zeugnisse, manchmal ganz im Verborgenen, in unserem Alltag. Mögen wir darauf aufmerksam sein, dass wir diese Zeugnisse, die uns eigentlich geschenkt wären, so als Himmelsgruß anzunehmen verstehen. Das sind Grüße, die wir selber gar nicht aus eigenen Kräften verdient hätten, die uns aber immer wieder neu bestärken und uns zeigen, welche Bedeutung Maria
die Gottesmutter und Jungfrau, auch für uns persönlich in unserem Alltag haben darf. Es gibt ja dieses kleine Betrachtungsbüchlein der Ehrenwache des Herzens Jesu. Viele haben es angefordert, vielen durfte ich es auch zuschicken, mit kleinen Gedanken und Bildern zum Gegrüßet seist du Maria. Und es lohnt sich, genauer zu bedenken, was wir beten, worauf wir unsere Aufmerksamkeit ausrichten. Und zwar durch alle Zeitebenen, durch alle Lebensphasen hindurch. Wir beten ja, bitte für uns Sünder, das spricht die Vergangenheit an, jetzt spricht die Gegenwart an und in der Stunde unseres Todes spricht die Zukunft an. Dass wir unser ganzes Leben, das Vergangene, das wir nicht mehr ändern können, das mit seinen Lasten da ist, uns manchmal bedrückt, aber dass wir ebenfalls unter das Kreuz legen dürfen, das jetzt, das uns in viele Gefahren, in viele Entscheidungen hineinbringt, dass wir dieses ebenfalls zur Gottesmutter Maria bringen und auch die Stunde unseres Todes, die wir noch nicht absehen können, die uns gewiss ist, aber die uns in Unsicherheiten hineinverwickelt, dass wir diese, unser ganzes Leben in die Gegenwart Gottes legen und dann das Amen sprechen, für die Ewigkeit stehend, dass wir das, was wir im Vergänglichen hier unvollkommen zurücklassen und nur bruchstückhaft beginnen konnten, dass das einmal in der Glückseligkeit des ewigen Lebens bei Gott seine Vollendung finden darf. Das ist unsere große Hoffnung. Darauf wollen wir doch vertrauen. Und so hören wir ein Zeugnis, wie die Gottesmutter Maria helfen kann und geholfen hat. Grüß Gott, Pfarrer Schulder. Ja, ich habe gestern wieder die Sendung, ist ja oft die Sendungen. Und da haben wir gedacht, also ich muss wirklich einmal sagen, ich habe das Gebet Jungfrau Mutter Gottes mein in meinem Leben sehr viel geholfen. Meine Mama hat einen Unfall gehabt und dann ist er in Alkohol reingekommen. Und nach Jahren, wie ein Wunder, hat er gesagt, ich bin ja krank. Und ich habe gesagt, du musst zum Doktor gehen. Und er ist mit mir nachher gegangen. Und das war in den 75er Jahren, 76er Jahren. Und seitdem haben wir dann ein glückliches Leben gehabt, habe ich zwar. Und er hat dann die Bauchspeicheldrüsenkrebs oder gehabt, 7 Jahre durch den Doktor reingeschenkt. Er hat ihm wirklich so viel geholfen. Und dann haben wir noch die goldene Hochzeit feiern können. Und seine Hochzeit hat er gefeiert. Und ich muss nur sagen, ich bin so dankbar. Und wirklich, ich habe den Parkinson. Und er sagt, der Pfarrer gesagt, wenn er nicht richtig gehen kann, der soll in den ersten Stuhl gehen, da kann man nicht um. Und er sagt zu mir, so mögen auch wir zu dieser Einheit finden. Zu dieser Einheit mit dem lebendigen Gott. Maria führt uns auf den direktesten Weg
in diese Gegenwart Gottes hinein, indem wir von ihr lernen, nach dem Wort zu handeln, das uns zukommen will, nach dem Willen zu handeln, den wir erkennen, aus dem Wort Gottes heraus, aus dem direkten Begegnung mit dem lebendigen Gott heraus. Und da können wir die Geburt Jesu, die wir ja in 2 Monaten bereits schon wieder feiern dürfen, in ihrer Bedeutung nicht hoch genug einschätzen. Hören wir den nächsten Beitrag. Guten Abend, Frau Schüler. Maria hat heiligen Leib und Heiligkeit hat geboren. Danke. Und doch war sie ein vergänglicher Mensch. Ganz Mensch. Mit Leib und Seele. Sie war auch vielen Schwierigkeiten, vielen Gefahren ausgesetzt. Ein echter Mensch, wie wir es sind. Und doch hat sie es verstanden, in der Auseinandersetzung, in der Spannung dieser Welt auf das Wort zu hören, das ihr der Erzengel Gabriel gebracht hat: Du wirst deinen Sohn empfangen und ihm den Namen Jesus geben. Und dieses Wort hat Maria angenommen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Wir sehen, welche Wirkkraft im Wort Gottes enthalten ist. Und das Wort ist Fleisch geworden. Neue Schöpfung, die Vergänglichkeit, die Unvollkommenheit, alle Halbheiten, alle Gewalt überwindet, selbst Leid und Tod überwindet. Im Anfang der Heiligen Schrift heißt es: Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Auch hier ist das Wort Gottes wirkkräftig, schöpferisch tätig und uns bereitgestellt, damit wir es hören, auf es achten und es in den höchst begrenzten, oftmals äußerst armseligen Möglichkeiten auch in unseren Alltag umsetzen. Darum sind die gefalteten Hände so wichtig. Wir meinen, so viel leisten und tun zu können und müssen letztlich eigentlich immer wieder bekennen, wie arm, wie armselig, wie unvollkommen wir selber sind. Wenn wir darauf achten, dass Maria mit einem heiligen Leib und in Heiligkeit Jesus Christus geboren hat, dann stimmt dies. Wir glauben an die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter Maria. Und dürfen in diesem Glauben auch selber uns in diese Welt gestellt sehen. Auch in unsere Schwierigkeiten, auch in unsere Ängste und Einsamkeiten, in unsere Traurigkeiten hinein. Und selbst da können wir auf das Verständnis, das Mitgefühl Jesu und Mariens zählen. Jesus, der wahre Mensch und wahre Gott ist und als Sohn Gottes uns als Heiland und Erlöser, als Retter geschenkt wurde. Aber auch Maria, die voll und ganz Mensch ist.
von Gott auserwählt, sehr wohl. Aber sie hat auch um diese Hilfe Gottes gebeten. Sie hat auch selber die Zustimmung zum Plan Gottes gegeben. Und dieser beinhaltet nicht nur Freude, Glückseligkeit und menschliche Erfüllung, sondern dieser hat auch sehr wohl Zeiten der Verfolgung, des Hungers, der Gefahr, der Trauer, des Leidens und sogar des Todes beinhaltet. Und Maria hat diese ausgehalten, ist unter dem Kreuz gestanden, um dann die versprengte Schar der Apostel wieder um sich zu sammeln und sie im Glauben zu bestärken. Auch wir haben diese Bestärkung nötig. Und allzu oft sehen wir uns wanken und unsicher werden. Aber gerade da braucht es Treue, Beharrlichkeit, Standhaftigkeit. In einer sehr herausfordernden Zeit, unter sehr herausfordernden Umständen, einem sehr herausfordernden Ort. So wollen wir für die Gegenwart Gottes von ganzem Herzen danken. Hören wir ein Gebet zur göttlichen Barmherzigkeit. Gelobt sei Jesus und Maria. Es geht hier um den Rosenkranz der göttlichen Barmherzigkeit. Und zwar sagt Jesus zu Schwester Faustina: Die Menschheit wird so lange keinen Frieden finden, bis sie sich voll Hoffnung an meine Barmherzigkeit wendet. Sage der leidenden Menschheit, sie soll sich an mein barmherziges Herz flüchten und ich werde sie mit Frieden erfüllen. Danke, dass ich das sagen durfte. Seien auch Sie gesegnet. Mit diesem Gedanken dürfen wir die Reihe abrunden. Der Friede ist allweg in Gott, denn Gott ist der Friede. Friede kann nicht zerstört werden, Unfriede aber wird zerstört. Nicht, dass wir beim Unfrieden Hand anlegen müssen, urteilen müssen, verurteilen müssen, im schlimmsten Fall sogar, sondern dass wir auf den Frieden stellen, der in der Einheit des dreifaltigen Gottes gegenwärtig ist, als Gabe des Heiligen Geistes, den uns Jesus Christus verheißen hat, dass er bei uns ist alle Tage dieser Welt, wo zwei oder drei miteinander versammelt sind und miteinander auch beten, leben und ein Leben führen, das sich eines Christen, eines glaubenden Menschen sehr wohl angemessen führen lässt. Bitten wir um diese göttliche Barmherzigkeit, damit dort, wo die Unvollkommenheit, das Fragen, das Zweifeln eingeschlichen ist, wo sich vielleicht eine Unwahrhaftigkeit eingeschlichen hat, dass wir das wieder korrigieren dürfen, auf Jesus schauen und dadurch eben in der Gegenwart Gottes zu leben verstehen, damit der Friede, die Ruhe in guter Ordnung auch hier in dieser friedlosen Welt Eingang findet. Hören wir auf den nächsten Beitrag. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Neurowissenschaftlich gesehen verfügen wir Menschen über keinen freien Willen. Unsere Handlungen, unser Denken, alles, was sich in unserem Gehirn, in unserem Bewusstsein abspielt, ist determiniert, neurowissenschaftlich gesehen.
Theologisch gesehen würde eine starke Theorie der Creatio ex nihilo, eine Schaffung aus dem Nichts, bedeuten, dass alles vorherbestimmt ist. Denn woher kommt es? Es kommt von Gott, aus dem absoluten Nichts. Also ist jede unserer Handlungen determiniert. Genau wie im neurowissenschaftlichen Sinne. Meine Frage ist, was ist Ihre Meinung dazu und Ihre Antwort? Was haben Sie dazu zu sagen? Vielen Dank, Gottes Segen. Wir Menschen sind für unser Handeln verantwortlich. Wir haben einen freien Willen. Das ist theologisch gesehen ganz klar, weil sonst hätten wir Menschen auch keine Verantwortung für unser Tun. Wenn wir einem Determinismus zuneigen möchten, würden wir auch jede Verantwortung für unser Tun abgeben und nicht wirklich begründen können. Aber der Mensch kann nun mal gut oder auch verwerflich, zerstörerisch handeln. Und er hat diese Freiheit. Wir können Entscheidungen treffen, unseren eigenen Wünschen nachgehen. Wir können aber auch, das ist im geistlichen Leben ganz besonders herausfordernd, nachfragen. Herr, was willst du von mir? Ich könnte zwar anders handeln, ich könnte mich anders entscheiden, aber was möchtest du von mir? Dann gibt es Johannes vom Kreuz, der dann sagt, der schwierigere Weg führt eher zur Vollkommenheit. Wenn du für zwei Dinge zur Auswahl hast, wähle das Schwierigere. Dann kannst du den Weg der Vollkommenheit am ehesten gehen. Wir Menschen sind also vernunftbegabte Sinnenwesen. Wir haben eine Vernunft. Diese Vernunft hat ein Bewusstsein. Aus freier Entscheidung heraus können wir die eine oder andere Handlung setzen, uns für etwas entscheiden, dem Leben eine Ausrichtung geben oder einfach es plätschern lassen und in die Sinnlosigkeit hineingehen. Das wäre nicht unsere Lebensbestimmung. Ein zielgerichtetes, vernünftiges und in Verantwortung geführtes Leben ist uns anvertraut worden. Und es wird dann, wo es im Dienst Gottes steht, für uns selber und für die Mitmenschen zum Segen werden. Weil die Liebe, die selbstlose, reine Liebe, die wir von Gott als Gabe geschenkt bekommen haben. Glaube, Hoffnung und Liebe sind drei göttliche Tugenden, die nicht selbstverständlich da sind. Es braucht die bewusste Ausrichtung und Entscheidung des Menschen für Glaube, für die Hoffnung, für die Liebe. Wir haben die Freiheit, diesen Weg der Tugenden zu gehen. Wir können aber auch Nein sagen. Das steht in unserer Vollmacht, im Bereich unserer Möglichkeiten. Aber das, was uns zur vollkommenen Liebe führt, die in Gott gegenwärtig ist, erstes Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit all deinem Gedanken, mit all deinem Tun. Und das führt uns dann eben auch zur Liebe zum Nächsten und zu sich selbst. Die Liebe zu Gott kann nie groß genug sein, weil er uns die vollkommene Liebe und Barmherzigkeit geschenkt hat. Er ruft uns aber auch in die Verantwortung,
eine Verantwortung, die um die Gerechtigkeit weiß, die wir oftmals mehr schlecht als recht bedienen und anwenden und zur Entfaltung bringen. Eine Gerechtigkeit, die es braucht, damit die Verteilung der Güter so geschieht, dass sie den Bedürfnissen jeder menschlichen Person der Schöpfung gerecht werden kann. Hier werden auch die Bedürftigen, die Nöte der Menschen ernst genommen. Und hier kann eben auch menschliches Leben sich entfalten. Gerne lade ich Sie dazu ein, ein Gebet von Mutter Teresa mit zu verfolgen. Hallo, guten Abend, Herr Pfarrer Schuler. Ich hätte von der Mutter Teresa ein kurzes Gebet. Maria, Mutter Jesu, schenke uns ein Herz, das so schön, so rein, so unbefleckt, so liebevoll und so demütig ist wie deines, damit wir Jesus aufnehmen und lieben können, wie du ihn geliebt hast, damit wir, wie du es getan hast, ihm dienen können, der sich verbirgt in den Ärmsten der Armen. Amen. Jetzt hätte ich noch von den Schwestern von der Mutter Teresa ein kleines Gebet. Herr, wir möchten deine Mutter lieben, wie du es getan hast, ihr Freude bereiten wie du, ihr nahe sein wie du, alles mit ihr teilen wie du und wie sie unter dem Kreuz stehen und dich dem Vater schenken für die ganze Menschheit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, Herr Pfarrer Schuler, in Ewigkeit. Amen. Woher hat Mutter Teresa die Kraft empfangen, in die elendesten Hütten, in den armen Vierteln dieser Welt zu gehen und dort zu verweilen bei den Bedürftigsten und Ärmsten, die es überhaupt gibt. Jeder andere Mensch wäre verzweifelt daran, hätte wohl Anstoß empfunden, ehe es bei all dem Leid, bei all diesen Krankheiten gar nicht ausgehalten. Mutter Teresa aber hat es ausgehalten. Ja, wir haben es aus dem Gebet gehört. Weil sie die reinste, vollkommenste Liebe Gottes vor Augen hatte. Wo wir diesen Glauben bekennen, da können wir uns auch in die dunkelste Finsternis eines menschlichen Daseins der Geschichte hineinbegeben. Furchtlos, aber treu und tatkräftig. So hat Mutter Teresa ganz punktuell die Not und die Bedürfnisse des einzelnen Menschen vor Augen gehabt und entsprechend gehandelt. Ihre Kräfte waren auch höchst begrenzt. Sie hat dann eine Schar von Mitschwestern um sich gesammelt, die ihr mitgeholfen haben in diesem Bemühen für die Ärmsten der Armen. Aber ihre Mitschwestern hat sie nie ohne Anbetung, Gebet, das heilige Messopfer, einem guten Frühstück, einem Rosenkranz und einem Regenschirm in die armen Viertel hinausgeschickt, damit sie selber bewahrt bleiben, damit sie dieses Elend, diese Not aushalten können, damit sie diese Bilder, die sie vor sich hatten von sterbenden Menschen, von gewaltbetroffenen Menschen, verarbeiten konnten und den Glauben an das Gute nie preiszugeben brauchten. Darum ist
die Anbetung in der Gegenwart Gottes noch wichtiger, als wir es oftmals für uns bedenken könnten. Es ist keine Zeitverschwendung, sondern bestens investierte Zeit, die wir mit Jesus verbringen, in seiner Gegenwart, um auch die Herausforderungen und Pflichten und Aufgaben und Möglichkeiten ihm entsprechend als Liebesdienst tun zu können. So freue ich mich, dass wir diese Gedanken jetzt im Monat Oktober ganz in Einheit mit der Mutter Gottes vom Rosenkranz anstellen durften. Und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Beten wir täglich das Rosenkranzgebet. Es ist die Perle, die uns verbindet mit den Geheimnissen Gottes, indem wir Maria grüßen und uns von ihr in die Geheimnisse der Erlösung, der Rettung der Menschen einführen lassen. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend, viel Kraft und Zuversicht, und im Gebet mit Ihnen verbunden freue ich mich, wenn Sie auch morgen wieder zum Tagesthema zuschalten und wir miteinander diese Beiträge, Gebete, Fragen erörtern dürfen, die möglichst auch Ihren Glauben bestärken mögen und in das Licht der Güte Gottes hineinstellt. Einen gesegneten Abend und auch die Kraft für den morgigen Tag wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.